Eigentlich ist dieses Video der ARD eher zum Lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Die Traurigkeit liegt darin verborgen, dass hierin die aktuelle politische Lage in Deutschland zur vollen Geltung gelangt. Der offene Klassenkampf zwischen der Elite, der Obrigkeit, den Funktionären und der Bevölkerung. Die Elite, die Obrigkeit, die Funktionäre markieren auf subtile Art und Weise ihre tiefe Verachtung gegenüber dem deutschen Volk. Sie missbilligen die Netzwerke wie YouTube, Facebook etc. und bezeichnen diese als Propagandabühne, während sie sich im gleichen Atemzug als klassische Medien darstellen, die objektive Berichterstattung betreiben. Eine zynische und haltlose Behauptung belegbar. Es wird gezeigt in einem Einspieler, dass sich auf YouTube viele Videos befinden, die die vermeintliche Wahrheit aufdecken sollen. Zunächst einmal ist man unkonkret, bevor man konkret wird. Von YouTubern wird dann anfangs nicht geredet. Später kommt dann N23 im Gesamtaufbau des Videos der ARD zum Vorschein. Die vermeintliche Wahrheit aufdecken zu wollen, heißt aus dem Munde der ARD, dass es bei dem Versuch, die Wahrheit aufdecken zu wollen, bleibt und mehr auch nicht. Schließlich besitzen die Öffentlich-Rechtlichen einzig und allein das Privileg und den Vorbehalt, objektive Berichterstattung zu betreiben. Die Videos, die Wahrheit anbieten bzw. präsentieren, repräsentieren auf YouTube völlig kostenfrei, sind natürlich reine Propagandavideos, die Lügen verbreiten. Warum bin ich da nicht gleich drauf gekommen? Zum Glück hatte die ARD als objektive Nachrichteninstitution Herrn Konrad Weber von socialmediawatchblog.de zu Rate gezogen, ohne den ich jetzt keinen Fahrplan hätte. Die Videos seien so professionell gemacht, aber teilweise wird dann doch mit Namensverwechslung gearbeitet, wie N23 statt N24, dem Nachrichtenkanal. Ein bestimmtes Video von Klagemauer TV geistert dann durch die sozialen Netzwerke, wird im Netz ordentlich geliked und geteilt. Hieraus liest man den Neid, die tiefe Verachtung, die fehlende Anerkennung, die hin zu den Alternativmedien gewandert ist. Der Deutsche ist es schlussendlich leid, ständig vom Öffentlich-Rechtlichen belogen und betrogen, genötigt zu werden, dafür zu bezahlen. Damit meint die ARD, euch in Schach halten zu können. Das Video der ARD trägt nur zur Verwirrung der deutschen Bevölkerung bei und ist ein Angriff von oben auf die stinknormalen Bürger, die kein Gehör finden im politischen System, sondern sich entfremdet wissen in dieser Gesellschaft, da Korruption und Faschismus über uns herrscht. Die gekünstelte Kritik an Klagemauer TVs Video über die Wahrheit der Demonstranten in der Ukraine, Kiew. Da, wo wir Deutschen über Merkels miese Politik Nazis an die Macht gehievt haben, die uns zutiefst zuwider sein müssten, aus Hitlers Gräueltaten bereits bekannt, der tiefen Schuldigkeit der Deutschen noch heute gezollt, damit soll nur die Wahrheit verunglimpft werden. Ziel dahinter ist, die widerstrebende Öffentlichkeit zu unterdrücken, letztendlich auch mit Gewalt. Das AD-Statement muss man im Kontext betrachten, innerhalb der EU oder der Weltpolitik. Deutschland als höriger Vasall der US-Hegemonie. Die EU befindet sich längst im Zusammenbruch. Einen faschistischen europäischen Zentralstaat zu zimmern, geht nicht auf. Der Euro ist eine Belastung, eine Gemeinschaftswährung, die ein Gefängnis darstellt, worin weder das Auf- noch das Abwerten einer Währung funktioniert. Hätten wir echte freie Märkte, wäre diese Marktkorrektur für die weniger starken Wirtschaften innerhalb der EU, also in Südeuropa, nicht eine solche soziale gesellschaftliche Katastrophe und somit möglich. Sämtliche Staaten der EU inklusive Deutschland sind pleite, hochverschuldet und die Wirtschaft, die Gesellschaft wird weiter mit luftgeschöpftem Kredit vollgepumpt. Blasenbildung, künstliche Preismanipulation und so weiter. Das Szenario in der Ukraine ist nur eines, welches sich wiederholt. Die USA finanziert den Regime-Change unter der Hand sowie Frau Merkel, die CDU Klitschko über die Konrad-Adenauer-Stiftung. Die sozialen Unruhen werden heutzutage herbeigeführt durch soziale Angriffe auf die Arbeiterklasse innerhalb der Gesellschaft. Zugunsten der Elite sollen die armen Arbeitersklaven ausgeblutet werden, besonders finanziell. Was mit dem Geist passiert, lassen wir jetzt mal weg. Diese Regime-Changes beobachten wir bereits jahrelang im Weltgeschehen. Informierte Bürger halten diese Entwicklung in der Welt für äußerst problematisch.
da sie zu einem weiteren großen Weltkrieg unmittelbar führt. Es ist nicht nur Libyen, Irak, Ägypten unter die Herrschaft der US gefallen, sondern die ganze EU ist von den USA unterwandert. Spionage der NSA wird von Merkel ebenso unterstützt wie bisher. Unsere Frau Dr. Angela Merkel ist sowie die restliche Politkaste ein Haufen von Verbrechern und Verrätern. Allein die Tatsache des Lobbyismus kennzeichnet den Sachverhalt mehr als deutlich. Der Volkswille ist von Merkel sowie der USA oder der EU ausdrücklich illegal und nicht anzuerkennen. Das Referendum auf der Krim in der Ukraine ist ihnen, den Volksverrätern, ein Dorn im Auge. Und nicht nur das. Grundsätzlich wird hier ein Offenbarungseid heraufbeschworen, der US-Hegemonie bis zuletzt zu dienen, koste es, was es wolle. Die USA will Europa in einen Krieg mit Russland verwickeln. Die Spaltung in der Ukraine facht ein solches Szenario dramatisch an. Was einst im Mittleren Osten geschah, wurde direkt in Richtung Europa transportiert. Bereits damals habe ich auf diesen Umstand hingewiesen. Die Ansicht Merkels, dass das Referendum der Krim illegal sei, stellt einen Spiegel dar für das deutsche Volk. In dem Spiegel ist das geistige Gedankengut zu erkennen, wie generell man zum Völkerrecht steht, was Demokratie wirklich bedeutet. Demokratie ist nur ein Mantel, der zur Verkleidung der wahren Verhältnisse dient, die Geostrategie weltweit, Länder für sich zu erschließen und somit Energiequellen. Es werden proamerikanische, hörige Marionetten in die Regierung geschleust. Um Krieg zu führen, wird mit List gearbeitet. Vetos, wie wir sie von Russland oder China kennen, gegen eine militärische Intervention der USA, egal in welchem Land, blockieren das Kriegstreiben der USA. Darum geht man hin und verbündet Staaten außerhalb des Sicherheitsrates. Ein Doppelstandard wird gefahren. Es werden Parallelregierungen kreiert, die die echten ersetzen, unterwandern und umgehen sollen. Siehe beispielsweise die Nationale Koalition. Die syrische Opposition unter Assad war zerborsten, zerstritten. Hillary Clinton traf sich in der katarischen Hauptstadt in Doha mit der Muslimbruderschaft Großbritannien, Frankreich und erschuf die Parallelregierung, genannt Nationale Koalition. Diese war und ist natürlich illegal, wurde aber von Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Italien, Türkei anerkannt. Diese Staaten sind der Feind der Bevölkerung, genauer gesagt deren Regierung. Noch heute hat Deutschland keinen Friedensvertrag. Aber um zurückzukommen auf das, was ich sagen wollte, es finden von oben herab Angriffe auf die Gesellschaft statt, auf die Arbeiterklasse. Es ereignen sich Dinge, die sich selbst abschaffen werden. Diesen Knackpunkt werden die verblendeten Tyrannen, die über uns sitzen, aber erst dann verstehen, wenn der Ofen aus ist. Destabilisierung durch die USA heißt mehr, als sich viele darunter vorstellen mögen. Destabilisierung, wie sie die USA betreibt, bedeutet zunächst einmal, alle Staaten vom Geldkredit abhängig zu machen. Danach schwimmen die Staaten bzw. Regierungen in Schulden. Sie sollen gerettet werden. Dann tritt der IWF auf mit dem Instrumentarium Troika. Die Men in Black prüft die Forderung. Staaten werden ausgeblutet auf Kosten der Bürger zugunsten der Elitären. Die Wirtschaft wird ruiniert. Es wird privatisiert, die Preise schießen hoch und Unternehmen schließen. Arbeitsplätze gehen verloren, Gewinne maximiert. Weniger Lohn, mehr Arbeit, Kompensation. Der Arbeitslosenmarkt wächst, die Statistiken werden gefälscht. In Deutschland sind 15 Millionen Menschen arbeitslos, plus minus Dunkelziffer. Weniger Geld in der Tasche heißt weniger Geld im Umlauf. Die Wirtschaft geht zugrunde und es gibt keinerlei Wachstum. In einem Rücklauf, bei stetig wachsender Betriebsschließung, wie kann es da Wachstum geben, muss man sich fragen. Wenn die Arbeitslosenzahlen unaufhörlich weiter ansteigen, wie kann es da Wachstum geben? Wenn die EZB also Kunstgeld ausschüttet, dann nur an die Banken und Spekulanten. Denn in der Wirtschaft landet von dem wertlosen Scheingeld rein gar nichts. In der Südeurozone haben die Banken die Zinsen als Instrument benutzt und die Zinsen hochgeschraubt.
Eine Kreditnachfrage wird somit gedrosselt und deswegen haben wir auch noch keine Hyperinflation. Würden die zahllosen Millionen und Abermillionen der EZB in die Wirtschaft gespült werden, würden sich zahlreiche Blasen bilden. Denn die Gesellschaft von heute lebt im Überfluss, als Konsumvieh herangezüchtet, braucht aber vieles nicht davon. Man kann von überschwelligem Luxus reden. Doch wahre Wertschöpfung entsteht nicht durch endlose Gelddruckerei. Das mal exkursiert. Die ARD behauptet mit klarer Botschaft, die Bösen sind hier ausschließlich die Demonstranten in der Ukraine, so würde das klargemauert TV-Video propagieren. Es ist sehr zweifelhaft, ob eine solche Behauptung lange auf den Beinen stehen kann. Lügen haben eben kurze Beine. An der Stelle fällt mir immer Schäuble ein. Die Videos, die vermeintliche Wahrheit anbieten, kostenfrei, die stehen aber nur im Verhältnis zum Mainstream. Das heißt im Klartext, wenn wir in Deutschland richtig seriös vom Öffentlich-Rechtlichen informiert worden wären, Konjunktiv, dann würden wir heute als Bürger, die für die Wahrheit und Gerechtigkeit einstehen und Verantwortung üben, nicht den Repressalien von oben ausgesetzt sein. Wir befinden uns heute bereits in der Defensive, im Verteidigungsmodus, da unsere Freiheit auf dem Spiel steht, die man uns wegnehmen will. Der Sachverhalt in der Ukraine spiegelt diese Tatsache eindeutig wider. Ein Referendum, das durch einen mehr als eindeutigen Volkswillen zustande kam, wird weder von Merkel noch unseren Politikern akzeptiert, noch durch die EU oder die USA. Einmal mehr müssen wir uns also fragen, warum wir uns nicht dieser Blutegel entledigen sollten, die über uns tyrannisch herrschen. Euch ist nun hoffentlich klar, jegliche Hoffnung in der Sache begraben, es wird keinen Volksentscheid geben. Zumindest denken diese Faschisten in der deutschen Regierung so. Sie machen auch keinen Hehl daraus, mit seinesgleichen Faschisten in Kiew zusammenzuarbeiten. Alle Welt regt sich über Faschisten auf, doch die USA-Bürger lachen über die naiven Deutschen. Der Deutsche versteht von Faschismus nicht die Bohne und behauptet nun, der Faschismus sei zurück. Doch war er je weg? Vom geistigen Gedankengut, und darum geht es hier, da der Mensch ein geistiges Wesen ist, gibt es keinen Unterschied zwischen der Nazi-Regierung in Deutschland oder der in der Ukraine Kiew. Ich bin nicht so sehr diplomatisch wie Putin, weshalb ich es natürlich so als meine freie Meinung äußern kann. Der rechte Sektor, die Bandera, die Neonazis, welche Namen sie auch immer tragen, sind nichts weiter als von Minderwertigkeit geplagte Rassisten. Die Judenhasser, die Russenhasser werden an die Macht gehievt. Das ukrainische Volk wird heimgesucht von Tyrannen, die maskiert mit Waffen Frauen und Kinder, gar ganze Familien drohen mit Erschießung. Gezüchtetes Chaos. Übrigens, zur Destabilisierung habe ich noch vergessen zu erwähnen, dass die sozialen Unruhen extra herbeigeführt werden. Diese werden dann benutzt, lanciert, um einen Aufstand anzuzetteln. Das gleiche könnte auch in Deutschland passieren. Und was macht ihr dann, wenn plötzlich offen Nazis wieder ihr Unwesen treiben? Die Nazis in Kiew machen keinen Hehl draus, dass sie so sind, wie sie sind. Sie sind aber auch bereit, Drecksarbeit zu leisten, wofür sich unsere Waschlappenregierung zu fein ist. So oder so verachte ich beide Sorten. Und Nazis sind nun mal Nazis. Erkennen tut man die wahrscheinlich am Gedankengut. Welche Herrschaft soll über Europa kommen? Fragt ihr euch das nicht? Die ARD ist nebenbei noch perfide und reibt sich offensichtlich an der ausgelösten Diskussion um das Klagemauer-TV-Video Ukraine-Demonstranten. Unliebsame Diskussionen nämlich, die in dem Fall eben nicht als illegal bezeichnet werden, soweit sind wir noch nicht, aber dennoch als unseriös gestempelt werden. Und jetzt glaubt das naive ARD wirklich, dass die Verwirrung und die Unterdrückung von oben herab durch die Obrigkeit funktioniert und fruchtet. Verstehen tun diese Leute nicht, die von unserem Geld leben, dass wir, das Volk, das Sagen haben.
Wenn ich mir Steinmeiers schwachsinnige Rede anhöre über die Ukraine und das Referendum in der Krim, dann überkommt mich sogleich ein Kotzanfall. Letztlich sagt er klipp und klar, dass ein Referendum, der Volkswille, illegal ist. In dem Szenario hatte Russland nichts verloren, sowie die leere Behauptung, es gäbe eine russische Militärintervention. Das Volk in der Krim, das ostukrainische Volk, die ukrainischen Russen, haben die Gunst der Stunde genutzt, um sich von den Nazis in Kiew abzuspalten. Die Frage ist da gewesen, was ist denn lieber? Eine Herrschaft unter Nazis oder lieber an das neutral agierende Russland, welches stets dämonisiert wird? Die Antwort der vernünftigen Menschen darauf unter euch da draußen kenne ich bereits mit Gewissheit. Ich bin gebürtiger Deutscher, nicht stolz auf mein Land, aber ich bekenne mich klar zu Russland und deren Haltung und nicht zu dem, was unsere verräterische, korrupte, geschmierte Politkaste so treibt. Die Botschaft und das damit verbundene Signal dürfte eindeutig sein. Damit schließe ich auch das Video. Die ARD unterliegt genau wie alle anderen Verblenden von oben einem gewaltigen Irrtum, dass die Verhältnisse, so wie sie heute von uns durchlebt werden, dauerhaft bestehen könnten. Je mehr man gegen uns, das Volk, die Arbeiterklasse in dem Klassenkampf kämpft, desto stärker wird der Widerstand unter den Unterdrückten. Wir machen uns frei und entledigen uns eurer. Wie das aber geschieht, wird durch eure eigene Hand verrichtet werden. Wir, die Bürger, werden euch den letzten Stoß versetzen. Wir finishen euch off.